Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Wir haben den ganzen Sommer über in Aktien investiert, denn wir mussten 50.000 Schweizer Franken in Aktien anlegen für unsere Pensionierung. Es gab 50 Aktien zu je rund 5.000 Franken und inzwischen ist es Herbst und es ist Zeit zu schauen, was daraus geworden ist. Und das sieht man hier. Wir haben hier die Portfolioübersicht meiner Online-Bank, meines Discount-Brokers. Und ich sehe hier, dass aus den 50.000 Franken 47.000 Franken geworden ist. Es ist ein bisschen mehr, ich habe noch 300 Franken in Cash, also es sind 47.400 Franken. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Verlust und es tut weh. Es tut auch mir weh. Es ist wirklich ärgerlich, wenn ich denke, die ganze Arbeit diesen Sommer, die ich da gemacht habe, für nichts, denn ich habe ja nur Geld verloren. Die Frage ist das der richtige Weg, damit umzugehen? Sicher falsch ist es, wenn man jetzt schaut, oh, Sandvik, da habe ich 29% verloren. Oder Schneider Electric, ich habe 16% verloren. Merck, ein pharmazeutisches Unternehmen in Deutschland, habe ich 12% verloren. Sicher ist es die falsche Reaktion, jetzt zu sagen, hören wir auf, verkaufen wir wieder. Denn eigentlich sind das alles gute Nachrichten. Die Aktienpreise müssen jetzt tiefer sein. Und wenn ich mir überlege, ob ich investieren soll oder nicht, ist es jetzt besser als im Sommer. Das ist die richtige Reaktion. Warum ist das extrem wichtig? Es stand kürzlich in der New York Times. Und zwar wurde dort beschrieben, wie Richard Taylor, ein ganz berühmter Verhaltensökonom und auch Kolumnist der New York Times, festgestellt hat, wenn du Geld verlierst, dann mach Folgendes, atme ein, atme aus und wiederhole das und wenn du fertig bist, geh Fernsehen schauen. Das ist eine ganz gute Empfehlung, denn alle Menschen hassen Schmerz und es tut nichts mehr weh als Verluste. Und Richard Taylor hat gezeigt, wie viel man denn verliert an den Aktienbörsen hier in diesem Artikel. Und man verliert wirklich sehr, sehr oft. Ich habe das auch noch größer für Sie. Wie oft verliert man denn tatsächlich im Aktienmarkt, wenn man die Aktienpreise anschaut? Und es ist unglaublich, jeder zweite Tag ist negativ. Jeder zweite Tag sind die Aktienpreise im Minus. Das ist natürlich eine Zahl, die schockierend ist und die jeden angehenden Aktieninvestor entmutigt. Aber es gibt gute Nachrichten. Wenn man es nur jährlich anschaut, dann ist man bereits sehr viel öfters positiv überrascht vom Portfolio, nämlich in fast 3/4 der Fälle. Also große Empfehlung, schauen Sie Ihr Portfolio nicht an, denn es gibt Ihnen die völlig falsche Nachricht. Und das ist nicht einfach eine Theorie, sondern das ist ganz ernst, denn andere Autoren haben herausgefunden, dass wenn man zu oft auf das Aktienportfolio schaut, dass man dann eine schlechtere Performance hat. Und man sieht das hier. Man hat auch ein Verhaltensexperiment gemacht, damals auch wieder Richard Taylor, Tversky und Kahneman, ganz absolut Top-Psychologen und Verhaltensökonomen. Und sie haben herausgefunden, dass wenn man Teilnehmern Aktieninformationen nur alle 5 Jahre macht, gibt und nicht jeden Tag, dann verdienen die doppelt so viel wie diejenigen Teilnehmer am Verhaltensexperiment, die jeden Monat ihr Aktienportfolio angeschaut hat. Also sehr gute Nachricht für Sie. Schauen Sie Ihr Portfolio nicht an. Sie haben viel weniger Arbeit. Konzentrieren Sie sich auf das Investieren. Denn je weniger Sie Ihr Portfolio anschauen, desto mehr Rendite werden Sie am Schluss haben. Und damit sind wir auch wieder dort, wo wir sein wollen, nämlich beim Investieren. Und ich freue mich auf die nächsten 10 Aktien, die ich in den nächsten 10 Wochen mit Ihnen kaufen werde. Guten Abend.